Servusle. Ja, ich bin gerade an der Arbeit. Ich habe gerade das Video fertig gemacht für der Dadant und die wurde jetzt gekäfigt. So, wir haben aber auch noch mehrere Konzepte, ja, hier im Kampf gegen die Varroa. Und eins davon ist das Jubi-System. Und da muss man auch mal reinschauen. Habe ich auch schon die ganze Zeit nicht mehr reingeschaut. Was heißt zu meiner Schande? Ja, es ist Futter passt, müsste passen. Varroa läuft hier ja automatisch. Also da wird ja jedes Monat läuft die Behandlung für 3 Stunden. Von dem her, was soll ich da tun? Ja, das läuft automatisch. Das könnte ich sogar von der Ferne aus ein- und ausschalten. Aber ich will jetzt mal den Allgemeinzustand anschauen. Wie hat sich das Volk entwickelt? Wie stark ist es nicht? Weil ich da eigentlich nur reingeschaut habe, wenn ich halt im Prinzip gefüttert habe und da auch nicht ins Volk, sondern einfach nur von oben. Und da muss ich sagen, hat dieses Völkchen, ihr werdet es gleich sehen. Und ich mache heute auch die Puderzuckermethode, ja, mit dem Schüttelbecher, weil ich natürlich den Varroa-Befall natürlich auch anschauen will. Also allererstes, bevor wir jetzt hier die Beute öffnen, schauen wir jetzt mal die Windel an. Und ihr seht es auch schon an der Windel. Die ist ja nicht mehr so schön sauber, wie sie sonst immer war. Und warum? Weil der Jupp, hier ist eine Wachsmutte drauf, weil der Jupp schon eine ganze Zeit nicht mehr reingeschaut hat. Hier haben wir Varroen. Aber es ist Varroa-technisch nicht wirklich viel los. Ja. Aber das war bei dem Volk eigentlich das ganze Jahr nicht. Deswegen bin ich jetzt dann gespannt, wie das Volk innen aussieht. Ja. Ob das Volk, wie stark es ist. Ja. Wie stark ist das Volk? Mache ich danach sauber. Jetzt greift man es an. Oh. Ja, hallo. Jetzt. Oh my goodness. Oh my goodness. Mit dem hätte ich jetzt nicht gerechnet. Die haben da angebaut. Die sind auch da oben. Die haben im Eimer gebaut. Eieiei, Katastrophe. Die sind jetzt da reingefallen, wie ich den Deckel runtergeklopft habe. Ja. Okay, also Bienen sind da. Wo für meinen Geschmack hier oben fast sogar ein bisschen zu viel. Ja? Jetzt schauen wir da mal rein. Gehen wir rauch. Dieses Volk hat dieses Jahr keinerlei Säuren gesehen. Also wirklich nichts. Gar nichts. Keine Ameisensäure, keine Oxalsäure, nichts geträufelt, nichts gesprüht. Gar nichts. Ist ja Wahnsinn. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ernsthaft, ich weiß wirklich nicht, wo ich anfangen soll. Ich hätte jetzt gesagt, ich ziehe jetzt einfach mal in der Mitte was raus und das schauen wir uns an. Okay? Je nachdem, was es ist, freuen wir uns oder freuen wir uns nicht. Aber ich bin ein bisschen... ein bisschen geschockt von dem gerade eben. Okay, wir haben Brut. Also, ich hoffe, ihr seht es. Warte mal, ich muss den Monitor mal drehen. Also, wir haben Brut. Hier, richtig schön, hier haben wir Pollen. Also das ist einfach ein bombastisches Wirtschaftsvolk, was soll man anders sagen? Ja, ich hänge das mal wieder ein. Das einzige Nachteil ist wirklich bei dem Jubi-System, das ist, dass ich die Waben nicht rutschen kann. Das ist das Einzige, was ein bisschen blöd ist. Aber gut, geht's mal ein bisschen runter hier. Ich ziehe jetzt nur eine einzige Wabe, weil... die Kiste, die ist kurz vorm Explosion. Ja. Ich mache mal dann auch unten mal eine Kippkontrolle, schauen wir mal, was unten dran hängt. Aber ist irre, da ist eigentlich gar nicht so dramatisch Flugverkehr. Also
Man sieht von außen da gar nicht so, dass man sagt, okay, dass das Volk kurz vorm Explodieren ist, sieht man da eigentlich gar nicht so. Hier haben wir auch Brut und wir haben wirklich viel Futter. Wir haben wirklich, hier ist verdeckelt. Und wir haben hier auch noch Drohnen, also viele Drohnen. Hier, hier, hier. Also wir haben wirklich viele Drohnen und auch mitten auf dem Brutnest. Also das, die Drohnen, die jetzt hier noch so entspannt rumlaufen, kann ich euch garantieren, gehen auch mit über den Winter. Die sind nächstes Jahr im Frühjahr auch noch da. Boah, Wahnsinn. So, die... Wo holen wir uns jetzt die Bienen? Holen wir uns die Bienen jetzt von hier, oder? Ich würde sie jetzt nicht von da oben holen, weil ich würde sie schon Richtung Brutnest holen, ja. Ziehen wir die hier noch. Und dann war's es. Dann werde ich an dem Volk eigentlich nichts mehr tun, außer nächstes Jahr reinschauen. Dann tut's mir leid. Dann kommt von diesem System kein Video mehr. Und nicht, weil es nicht funktioniert, sondern weil es bis jetzt so aussieht, dass alles perfekt klappt. Ist krass. Ist wirklich krass. So, sieht jemand die Königin? Wir haben nämlich hier lauter frische Stifte drauf. Ich würde gerne die Puderzuckermethode machen, ich weiß aber nicht, ob das so gut ist, wenn die Königin da mit dabei ist. Also ich kann es mir nicht vorstellen, dass die Königin das mag. Ach, ich sehe sie nicht, also wird sie nicht da sein normalerweise. Also ich habe eigentlich gute Augen und so viel sind da gar nicht drauf. Okay, das riskieren wir. Es ist halt Wahnsinn, da hinter mir an der Kiste sind halt alles voll mit Bienen. Ja? Also wenn man schaut, hier, hier, überall sind die Bienen dran. Also das Volk ist wirklich Bombe. So, jetzt brauchen wir die Folie. Wo hat der Jupp jetzt die Folie hingelegt? Hier hat der Jupp die Folie hingelegt. Und hört mal, bevor wir jetzt hier wieder im Chaos enden. So, geh runter von mir. So, stellen wir das kurz hier beiseite. Nochmal ein grober Blick auf das Ganze. Nicht, dass doch die Königin dabei ist. Nein, sieht nicht so aus. Sehr gut, Jupp. Da ist auf der anderen Seite das Loch, ja. So, und Beeilung. Klopf. Optimal. Optimal. So, jetzt baue ich aber das erstmal wieder zusammen. Ist ja Wahnsinn. Ist ja Wahnsinn. Also ich muss sagen, halt, wir sollten die Wabe nicht tun. Also ich bin sichtlich begeistert, glaube ich. Jetzt kommt es natürlich nur darauf an, was hat das Volk für eine Varroa-Belastung und überlebt es den Winter, ja? Weil man sieht schon aber bei den Behandlungen, dass mal wieder so schwungweise dann richtig viel fällt. Ja. So. So, jetzt passt auf. Nach vorne schieben, dass hier hinten die Lücke bleibt zum Füttern. Gehen wir da weg da vorne. Dann setzen wir die Zarge wieder auf, die gigantisch viele Bienen beinhaltet. So. Also, ist wirklich Wahnsinn. Seht ihr das? Das ist wirklich heftig.
Das ist ein Schwarm, ist das ein Kunstschwarm, könnt ihr da draus machen. Dann haben wir das Ganze hier nochmal. Stellen wir wieder hier hin, so wie es war. Also füttern brauche ich euch nicht. Aber mir gefällt es eigentlich auch nicht mit der Wabe hier. Das gefällt mir nicht. Das machen wir jetzt kaputt. Und das lege ich nur hier rein. Weil dann tragen sie es um nach unten. So. Weil das ist nämlich gar nicht gut. So, ja, ich befreie euch gleich. Ich befreie euch. So, machen das Ganze auf. So. So gefällt mir das viel, viel besser. Die brausen jetzt natürlich, weil die das Pheromonia der Königin verloren haben. Beziehungsweise von der entspannten Gemeinschaft, die sie hier ja gebildet haben. Was wirklich beeindruckend war. So, jetzt heißt schnell einen kleinen Cut für euch. Ich mache schnell den Varroa-Check und dann sehen wir uns wieder. Wichtig ist natürlich bei der Schüttelbecher-Methode, bei diesen Becherart, unten kann man ja vorher schon den Puderzucker einfüllen, dann wird geschüttelt. Wenn dann die Zeit rum ist, dann dreht man das Ganze, dass unten wieder der Sieb ist, ja, auf der Unterseite. Und dann schüttelt man noch 15 Sekunden was. Ja. Ich weiß, das sieht immer, ja, aber es hilft nichts. Ich muss den Varroa-Befall notieren. Ja. Wenn man das dann erledigt hat, dann kommen die Ladies. Also dann schraubt man auf, dann hat man die Varroen, wenn welche drin sind, hier drin, das schauen wir uns dann gleich an. Ja. Und jetzt heißt es, die kommen wieder zurück ins Volk. Ja, die sind vielleicht schlecht drauf, aber das war es dann schon auch. Was verständlich ist, ja, dass sie schlecht drauf sind. Da machen wir unseren Deckel drauf wieder. Und da seht ihr es, da haben sie angebaut gehabt, die Bazis. Hier haben sie angebaut gehabt. Normal bauen sie jetzt nicht mehr an, weil sie jetzt kein Futter mehr haben. So, und jetzt machen wir Auswaschmethode. Jetzt waschen wir das Ganze aus und kippen das durch ein Sieb. Ja. Puderzucker löst sich jetzt auf. Ich habe jetzt eine Schüssel drunter, dass ich hier nicht alles so der Sau. So, und dann schütte ich das hier rein. Und wir haben zwei Varroen. Hier ist eine. Oh, jetzt hier ist mein Finger. Hier ist eine. Ich hoffe, die Kamera stellt scharf. Ja. Hier ist eine. Und hier ist eine. Zwei Stück. Mehr haben wir nicht. Wie ich sie eigentlich immer habe. Ein bis zwei Varroen. Also man kann ja jetzt über das System sagen, was man will. Aber, warte mal, ich muss noch schnell Waage wieder einschalten. Man kann sagen, was man will, aber bis jetzt tut es, was es soll. Also wir haben immer, also wir haben noch nie, ich hatte noch nie erhöhte Varroa-Belastung, also immer so ein, zwei Milben, wie ich finde. Auf der Windel ist auch immer so, ja, in dem Bereich. Also, und das nach 14 Tagen, also in der Woche so eine bis maximal zwei Varroen in der Woche. Also das ist gar nichts. Entweder die Varroa ist ausgestorben bei mir oder, ja, aber von dem her, und jetzt werden wir sehen über Winter. Und was mir aufgefallen ist, es ist saustark. Es ist saustark, das Volk. Crazy, es ist wirklich crazy.
Ich mache jetzt Feierabend. Ich habe nämlich jetzt noch ein bisschen was vor mir zum Checken. Ich muss jetzt da noch rüber und oben, dann habe ich noch oben ein Problemvölkchen. Da, wo ja die Community entschieden hat, wir geben keine Brut. Wir lassen das Volk so, wie es ist, und das Volk soll schauen, wie es selbst über den Winter kommt. Und das machen wir. Das machen wir und das riskieren wir. Das Einzige, was ich gemacht habe, vor 3 Wochen ist jetzt schon, oder 2, also da bei der letzten Durchsicht, ich habe ihnen Futter gegeben. Ich habe ihnen Futter gegeben und habe alte Waben zum Teil einfach raus mit Frische getauscht, also da, wo halt irgendwas umgebaut war. Das war eigentlich die einzige Hilfe. Was heißt Hilfe? Ich habe einfach ein bisschen Ordnung geschaffen. Ja. Aber ich bin selbst gespannt, weil ich glaube, es wird eine knappe Kiste. Ich bin jetzt raus und lasst einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat. Schreibt es mal, wenn ihr das System auch habt, mal eure Erfahrung drunter, wie es bei euch so klappt, wie es bei euch so läuft. Würde mich nämlich interessieren, weil bis jetzt muss ich sagen, ja, der Einbau ist ein bisschen fummelig. Wenn das aber alles erledigt ist, man muss sich halt da wirklich Zeit nehmen, dann ist das tadellos. Das mit dem Rausheben, dass man nicht schieben kann, ist, ja, ich würde mir vielleicht wünschen, dass man, hört sich jetzt blöd an, irgendein Steckersystem, wo man die anstecken kann oder ausstecken kann und dann schieben kann, dass die zu einem Teil an einem, wie so ein kleines Kabelsystem, so ein kleines, wo man zumindest ein bisschen schieben kann. Ja? Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ich weiß aber nicht, ob das so einfach ist wegen dem Propolisieren und so, weil das funktioniert bis jetzt auch tadellos, jetzt ein gutes Jahr. Und ja, das werden wir sehen. Werden wir es wirklich sehen. Ich bin raus, sage tschüss und bleibt gesund.